Hallo, der Valentinstag ist ja traditionell auch ein großer Handelstag und dieses Jahr ist er noch umso größer, denn seit 2 Tagen da darf der Handel aufatmen, denn es gibt keine 2G-Kontrollen mehr, es gibt auch kein 3G, es ist ab sofort 0G, das heißt jeder kann, jeder darf, jeder der will, darf einkaufen gehen. Wie schaut es aus im Handel und vor allen Dingen, wie ist der Samstag gelaufen, dieser Eröffnungssamstag und auch wie läuft der Handelstag bisher am heutigen Valentinstag? Ja, wir sind froh, dass wir wieder ein Stück weit mehr hin zur Normalität finden. Für uns war der Samstag der Tag des Handels, weil endlich alle Händler wieder alle Kundinnen und Kunden begrüßen durften. Oftmals hat man geglaubt, wir haben das mitinitiiert, aber nein, wir haben stets als freie und überparteiliche Interessenvertretung gesagt, Handel war sicher, Handel ist sicher, Handel wird immer sicher sein und das auch ohne 2G-Regel. Die FFP2-Maske wird durchgehend getragen von Mitarbeitern und Kunden und genau das ist am Samstag auch passiert und hat zu mehr Umsätzen von 20% geführt. Wir haben uns über positive Entwicklung gefreut. Ein Fünftel mehr Kunden sind zu uns gekommen. Das heißt, diese Abschaffung dieser elendigen Regel, muss man sagen, in unserer Branche hat tatsächlich zu einem großen Effekt geführt. Also nur um das nochmal klarzustellen, der Handel hat ja nicht dafür plädiert, wir wollen bitte nur 2G oder sowas machen, sondern der Handel hat einfach nur das, was gesetzlich vorgeschrieben war, umsetzen müssen. Genau, da wird dann oftmals die Wirtschaftskammer mit uns als freien Verband verwechselt oder gleichzeitig eben glaubt dann in der Ohnmacht der eigenen Situation, dass alle, die im Fernsehen sind, da die Hauptverantwortlichen sind, ist natürlich ein Blödsinn. Und daher, wir sind jetzt froh, dass wir wieder am Weg zurück sind. Wir sind froh, dass wir endlich wieder mehr Umsätze verzeichnen. Wir haben 152 Lockdown-Tage verzeichnet. Das ist so, wie man ein halbes Jahr weggesperrt wird. Wir sind von unseren Kunden weggesperrt worden und endlich ist es jetzt wieder anders. Das gute Wetter hat auch dazu beigetragen, dass wir endlich wieder gut durchstarten können. Und natürlich, Sie haben es angesprochen, Valentinstag, das Timing hätte nicht besser kommen können. Wie hat sich denn jetzt irgendwie, kann man da schon was sagen, Umsatzprognosen bzw. wie sich das Ganze ausgewirkt hat, ist vor allen Dingen eben, wir haben ja im Vorfeld gesprochen, dass 4 Millionen Menschen vielleicht sogar am Samstag die Läden stürmen. Wissen wir, wie viele es ungefähr waren und auch gleichzeitig, was hat denn das mit dem Umsatz getan? Ganz richtig, es sind auch die 4 Millionen geworden. Wir sind sehr glücklich darüber und es ist ganz klar, dass eben das Wetter gut reingespielt hat. Es war sonnig, ein bisschen kühl. Dadurch waren viele Menschen auf der Straße unterwegs und haben dann das eine oder andere Geschäft besucht. Gleichzeitig waren Last-Minute-Valentinstags-Shopper unterwegs, die das eine oder andere auch für den heutigen Valentinstag gekauft haben. Herzliche Gratulation zum Valentinstag an alle Damen im Land, auch von meiner Seite. Und an alle Männer die Aufforderung, jetzt könnt ihr noch einkaufen, dann ist es am Abend zu spät. Insgesamt werden wir heute rund 128 Millionen mehr Umsatz verzeichnen. Und das können wir dringend brauchen, denn pro Woche erwarten wir durch den Wegfall der 2G-Regel einen Mehrumsatz von 200 Millionen von einem schlechten Niveau. Ganz so gut funktioniert es noch nicht, weil uns natürlich die Gastro immer noch fehlt in dem Vollausmaß. Jetzt ist ja so, dass vor allen Dingen im Moment gerade ja aufgrund der sehr weit verbreiteten Omikron-Variante, wir haben ja derzeit um die 350.000 aktive Fälle, sehr viele Menschen in Quarantäne sind, auch natürlich Kontaktpersonen zum Teil. Inwiefern macht sich das denn auch im Handel bemerkbar, da es natürlich auch immer wieder zu Personalengpässen kommen kann? Absolut. Wir haben nach wie vor noch immer große Herausforderungen. Da darf der erste halbwegs normale Öffnungstag nicht darüber hinwegtäuschen. Es ruckelt und zuckt auf allen Ecken und Enden in unserer Branche. Zum einen suchen wir 20.000 Mitarbeiter, die wir eben sofort einstellen würden. Darüber hinaus ist es so, dass die Quarantänebestimmungen jetzt zwar spur verbessert wurden in den letzten Wochen, dass man nicht 10 Tage in Quarantäne bleiben muss, sondern sich nach 5 Tagen freitesten kann. Nur unsere Forderung, die wir jetzt an die Bundesregierung richten, ist, dass man als Beschäftigter ja auch eine Verantwortung hin zum Arbeitgeber hat, um eben den Betrieb aufrechtzuerhalten. Und daher sollten wir nach 5 Tagen eben freitesten müssen und nicht es in die Freiwilligkeit hineinlegen, ob man sich dann nach 5 Tagen freitesten lassen möchte oder dann doch die 10 Tage abwartet. Denn diese 5 Tage mehr bringen für uns Entscheidendes. Und daher ist es ganz wichtig, dass man diesen Befund, diese Überprüfung nach 5 Tagen umsetzt, um dann eben zu wissen für sich
selber, bin ich wieder gesund, kann ich wieder durchstarten oder muss ich noch zu Hause bleiben? Und das würden wir verpflichtend fordern. Bis dato ist es ja nur eine Kann-Bestimmung. Das heißt, bis dato kann man einfach sagen, na gut, ich warte einfach die 10 Tage, aber ein bisschen an Sonderurlaub. Natürlich auch vorausgesetzt, es ist ein guter, milder Verlauf und nicht, dass man natürlich krank ist, dann ist es natürlich gerechtfertigt. Genau, und für uns ist diese Differenzierung mittlerweile nicht mehr verhältnismäßig. Wenn man 3 Impfungen hat, ist man automatisch keine Kontaktperson. Hat man 2 Impfungen, kann man einfach 10 Tage lang dann zu Hause bleiben. Es ist ganz wichtig, dass wenn man Symptome hat, natürlich die Zeit zu Hause bleibt, aber wenn man 5 Tage lang kaum was merkt, dann sollte man auch die Verpflichtung haben, dann diese Überprüfung durchzuführen. Das ist einfach nur fair für alle Beteiligten. Man möchte auch das Gehalt erhalten und man möchte auch als Unternehmen die Systeme am Laufen halten. Sie haben gesagt, 20.000 Menschen würden Sie sofort einstellen im Handel. Warum oder woran scheitert es? Gibt das der Arbeitsmarkt nicht her? Wir haben das Gefühl, dass die Kurzarbeit ein Stück weit auch einen Beitrag dazu geleistet hat, dass manche Menschen einfach so durchgekommen sind. Man hat nebenbei ein bisschen was schwarz gearbeitet, man hat sich irgendwie einteilen können und jetzt ist es schwieriger, wieder in diese klassische, in diesen Rhythmus reinzufinden. Das empfinden wir so. Wir im Handel sind natürlich attraktive Arbeitgeber, weil wir eben meist KV überzahlen, also über einen Kollektivvertrag entrichten. Wir haben keine Wochenendarbeiten jetzt am Sonntag, außer in gewissen Ausnahmen. Und daher suchen wir natürlich ganz viele Persönlichkeiten. Und umso wichtiger ist es, dass die schon bei uns tätig sind, auch einsatzfähig sind. Und wir committen uns voll zur FFP2-Maske für Mitarbeiter und Kunden. Und daher ist es ganz wichtig, dass wir die Öffnungsschritte jetzt so setzen, dass man dann auch langfristig offen halten kann. Sie haben schon angesprochen, auch natürlich die Verpflichtung zur Maske. In Schulen haben wir es gehört, heute fällt in Volksschulen für die Schülerinnen und Schüler die Maske am Sitzplatz. Nächste Woche wird das in allen Schulen der Fall sein für die Schülerinnen und Schüler. Was rechnen Sie damit, wie das im Handel sich entwickeln wird? Also wir sind für uns jetzt einmal froh, dass wir dieses 2G-Regime endlich abschütteln konnten und es darf auch nie wieder kommen, denn alle wissenschaftlichen Daten beweisen, wir sind sicher. Jetzt ist es klar, der Handel ist keine Insel, das wussten wir immer und daher sind alle Einschränkungen, die die Gastronomie noch hat, sehr, sehr problematisch für uns, weil die Aufenthaltsdauern längere sind und daher wird wichtig sein, dass in allen 8 Bundesländern 2G zu 3G wird. Leider ist ja Wien immer politisch und wirtschaftlich noch instabiler, weil man da noch härtere Maßnahmen immer setzt, sodass viele Händler jetzt die Geschäftseröffnungen in Wien komplett gestoppt haben, weil sie einfach sagen, da kann ich nie kalkulieren, da ist noch schlimmer wie in jedem anderen Bundesland. Und ja, wenn die Gastro wieder keine Einschränkungen mehr hat oder geringe, dann wird es für uns auch besser. Und die körpernahen Dienstleister zuletzt haben uns natürlich sehr geholfen. Das Allerwichtigste ist jetzt einmal, dass wir diese 2G-Kontrollen nicht mehr umsetzen müssen, weil das hat einfach die Bevölkerung einfach gespalten und uns wirklich vor extreme Herausforderungen gestellt. Es hat auch nachhaltige Wirkungen, weil Einzelne noch immer, ich sage es einmal auf Österreichisch, angefressen sind. Sie glauben, dass wir da zuständig waren und daher hat sich das wirklich zu einem Amazon-Förderungsprogramm entwickelt und da muss die Politik jetzt wirklich auch einmal eine Evaluierung umsetzen und dann sich fragen, ob das gerechtfertigt war. Wir sehen es in keiner Weise verhältnismäßig an. Nun schauen wir noch vor und dazu ist für den Handel natürlich, dass die Entschädigungen ankommen, denn wir sind uns auch alle einig, alle Händler hatten im 4. Lockdown geschlossen, aber 2/3 haben nicht einmal Antragsberechtigung für den Ausfallsbonus. Da muss man im System nachschärfen, und zwar dringend.